Hallo und herzlich willkommen bei Paranor. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie unsere Produkte des Sortimentes Trendheim 3 Laminat korrekt verlegen können. Im Vorfeld der Verlegung ist es essentiell wichtig, dass wir die Grundlagen für eine technisch einwandfreie Verlegung schaffen. Besonderes Augenmerk hierbei liegt auf dem Verlegeuntergrund. Dieser muss zum einen natürlich bei neuen Estrichen trocken sein, das heißt belegereif, möglichst sauber, staubfrei und natürlich druckfest. Nachdem nun die Produkte 48 Stunden akklimatisiert sind, können wir mit der Verlegung beginnen. Hierbei empfiehlt es sich, immer mehrere Pakete des Produktes zu verwenden und bei der Verlegung die Produkte aus den einzelnen Paketen untereinander zu vermischen. Bitte beachten Sie außerdem die Paradoor-Verlegehinweise, die beim Produkt beiliegen, oder aber die ausführlichen Verlegehinweise unter www.paradoor.de. Des Weiteren müssen wir bei der Verlegung beachten, dass sowohl die ersten drei kompletten Reihen als auch die letzten drei kompletten Reihen untereinander bei jeder Diele mit Weißleim gesichert werden müssen. Zusätzlich werden im späteren Verlauf ebenfalls alle angeschnittenen Dielen, die wir zum Auffüllen der Randbereiche benötigen, ebenfalls untereinander fest verleimt. Sollten Sie wechselhafte klimatische Bedingungen zu Hause haben, gesetzt dem Fall, Sie verwenden eine Fußbodenheizung oder auch alternativ eine Fußbodenkühlung, oder Sie befinden sich in Bereichen, wo Sie außerhalb von 30-65%iger Luftfeuchtigkeit sind, empfiehlt es sich, alle Dielen untereinander mit Weißleim zu sichern. Um nun mit der Verlegung des ersten Zopfes beginnen zu können, empfiehlt es sich immer, eine Hilfsdiele zu verwenden, damit wir die ersten beiden Dielen sauber anlegen können und einen entsprechenden rechtwinkligen Winkel bekommen. Nachdem wir nun die ersten Zöpfe miteinander verbunden haben, können wir nun die Hilfsdiele entfernen, nachdem der Kleber abgebunden ist. Um nun den nächsten Zopf anzusetzen, ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass während der Verlegung die Nutseite immer in Verlegerichtung zeigt. Nachdem wir nun die erste Reihe komplettiert haben, bietet es sich nun an, die Fläche entsprechend im Raum zu vermitteln. Das heißt, dass wir am Ende zu allen Seiten hin die gleichen Abstände generieren können. Hierzu benötigen wir einfach nur ein Messwerkzeug und entsprechend die Abstandhalter zur Wahrung der Rundumfuge. Diese müssen wir jetzt natürlich direkt mit positionieren. Ab jetzt können wir im Endeffekt die Fläche komplettieren und bis zur gegenüberliegenden Wand die Fläche weiter verlegen.
Bitte beachten Sie hierbei, dass Sie natürlich bei den letzten drei Reihen entsprechend wieder Leim angeben müssen. Nun können wir entsprechend die Randbereiche zur Wand hin auffüllen. Als kleine Hilfe haben wir Ihnen eine Schablone mit auf die Kartonrückseite gedruckt und diese können Sie entsprechend verwenden, um die Dielenlänge entsprechend abzugreifen. Nachdem wir die Diele entsprechend auf Maß geschnitten haben, bauen wir diese entsprechend ein. So, nachdem wir das finale Eckstück positioniert haben, ist es ganz wichtig, dass wir die eingesetzten Stücke mit einem Gewicht versehen bzw. in einer Form beschweren, dass der Leim entsprechend in einer fixierten Position aushärten kann. Um nun die entsprechenden Dielen zu den Seiten hin auffüllen zu können, nehmen wir uns nochmal das benötigte Längenmaß. So, und können uns nun alle benötigten Teile auf einmal zuschneiden. Nachdem wir nun mit der Verlegung der Gesamtfläche fertig sind, sollten wir unbedingt die Randkeile wieder entfernen, damit der Boden sich entsprechend frei bewegen kann. Nachdem wir dies getan haben, bietet es sich an, eine Bauabschlussreinigung zu tätigen. Und sollten Sie weiteres Zubehör benötigen, wie eventuell passende Sockelleisten oder entsprechende Reinigungsmittel, finden Sie diese unter www.parador.de. Vielen Dank!